statt. Guten Tag, Freunde. Hier ist wieder euer Marcel Kulz. Heute mit Verstärkung. Unsere Kuschelhühner sind auch heute mit auf dem Video. Und wir haben heute wieder Post bekommen. Diesmal ein Geschenkpaket von einer netten Frau, einer Carola. Also vielen Dank, Carola, für das Geschenk für unseren Olaf. Ich schaue da mal nach, was wir hier Schönes bekommen haben. Aha. Flyer für Gott und von Gott. Das ist ja hervorragend hier, was wir hier alles haben. Dann haben wir weiter schöne Kalender, Liebenzeller Mission. Vielen, vielen Dank. Dann, was haben wir noch Schönes hier? Trotzdem Kalenderwoche mit schönen Bibelversen und Sprüchen. Also auch vielen Dank dafür, ne, dass man es auch sieht. Dann haben wir noch einen Brief. Den Brief lesen wir natürlich sofort. Lieber Herr Stuckers, so fängt der Brief hier an. Und den gebe ich dann natürlich auch dem Olaf. Der ist ja so schwer krank. Was ist da noch dabei? Ah, da wird er sich aber freuen, der Olaf. Ein Pullover, dem ist das sowieso meistens so kalt. Aha, schau mal, ein nagelneues Stück, hervorragend gemacht für unseren Olaf. Also vielen Dank, Carola, ich gebe es ihm gleich. Der wird dir vielleicht auch noch was dazu sagen im Anschluss. Und vielen Dank an die ganzen Zuschriften der Zuschauer. Und die Unterstützung, die wir jetzt erfahren haben in den letzten Tagen, hat mich etwas gewundert, weil der YouTube-Kanal von mir, der ist jetzt erst seit ein paar Tagen oder seit Mitte letzten Monat ist der ja erst aktiv, aber kommt anscheinend gut an. Ich sage vielen herzlichen Dank und ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden über unseren Olaf und was er so treibt, nicht? So. Liebe Zuschauer, hier ist unser Olaf, der freut sich jetzt besonders über seinen neuen Pullover und die ganzen netten Sachen, die er bekommen hat hier im Paket von Gott und von den lieben Menschen. Hallo, liebe Menschen. Okay, da freut er sich, der Olaf. Was ist noch dabei? Ja. Das war's eigentlich. Den Brief lese ich natürlich dem Olaf vor hier, den er bekommen hat. Ne? Also, dann. Na ja, dann lese mal. Dankeschön für diese Spende. Genau. Und im Brief bedankt sich auch die Frau für das nette Telefonat. Ja, sie könnte sich gern öfters bei uns melden. Sehr lieb von Ihnen. Und der Olaf, der ist jetzt sehr glücklich, nicht? Ja. Okay, bis zum nächsten Mal.